Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Journal an diesem schönen Dienstag. Heute haben wir diese Themen für Sie. Bürgerentscheid über Pestalozzi-Haus. Stadt organisiert Hausführungen. Außerdem Made in Ravensburg. Eftimios Christakis produziert Olivenöl. Und Sommer. Das Wetter zeigt sich mit Sonne satt von seiner besten Seite. 1 Jahr und 6 Monate für die Angeklagte sowie 2 Jahre Haft für den Angeklagten. Jeweils auf Bewährung hat der Staatsanwalt für die Tötung einer Passantin in Frohnstetten durch einen Kangalrüden gefordert. Die beiden Angeklagten hätten bei der Haltung des großen Hundes fahrlässig gehandelt. Nach dem tödlichen Angriff am 30. Mai 2017 eines türkischen Herdenschutzhundes der Rasse Kangal auf eine Fußgängerin in Frohnstetten stellt ein Sachverständiger vom Landeskriminalamt am 3. Prozesstag fest, dass das lederne Hundehalsband spröde war und bei einem Angriffsversuch des schweren Hundes reißen musste. Den Behörden ist nach Zeugenaussage keine unsachgemäße Tierhaltung im Haushalt der angeklagten Frau aufgefallen. Also die Katzenhaltung der Angeklagten wurde 2012 und 2013 vom Veterinäramt überprüft. Es wurden keine tierschutzwidrigen Zustände festgestellt. Das war in Frohnstetten. Die Hundehaltung eines Kangal des Angeklagten wurde in Sigmaringen überprüft. Da kam ein Hinweis aus dem Zollernalbkreis wegen einer allergischen Erkrankung des Hundes. Die war in Behandlung und es wurden keine tierschutzwidrigen Zustände festgestellt. Und wann ein Kangal nach Frohnstetten kam, ist dem Veterinäramt Sigmaringen nicht bekannt. Eine Hundesachverständige sagt allerdings aus, dass das Haus und der kleine Garten der Angeklagten völlig ungeeignet für die Haltung eines solch großen, bewegungsfreudigen Tieres sei und die Umstände auch sonst nicht den Vorschriften entsprechen. Auch der mitangeklagte, getrennt lebende Ehemann hat ihr wider besseren Wissens den Hund überlassen. Deshalb fordert der Staatsanwalt 1 Jahr und 6 Monate Haft für die Frau und 2 Jahre Haft für den Mann. Jeweils auf Bewährung. Und nun zu den Kurznachrichten. Neben der Bregenzer ist die Lindauer Spielbank wohl das bekannteste Casino der Region. Doch trotz ihres Bekanntheitsgrades fährt die Spielbank weiterhin keine Gewinne ein. Das ging jetzt aus einem Bericht des bayerischen Finanzministeriums hervor. Nur 3 der insgesamt 9 bayerischen Casinos machen überhaupt Gewinn. Eine Schließung der Spielbank in Lindau schloss der bayerische Finanzminister Albert Füracker jedoch aus. Und nun zu weiteren Nachrichten aus unserer Region. Neuer Gutachter belastet Angeklagten. Ein neuer zusätzlicher Gutachter hat am Montag vor dem Landgericht Ravensburg im Hoskircher Mordprozess den Angeklagten belastet. Im Mittelpunkt der Verhandlung stand die Frage, ob der Angeklagte nach einem inszenierten Unfall in der Lage gewesen sein könnte, aus dem Auto zu steigen und einige Meter zu gehen, um dort zu Boden zu fallen, wo er am nächsten Morgen bewusstlos aufgefunden wurde. Im Gegensatz zum behandelnden Arzt hält der Neurologe das für möglich. Im Prozess um den Dreifachmord von Villingdorf hat am Montag der Gutachter zur Schuldfähigkeit des mittlerweile geständigen Angeklagten ausgesagt. Er sieht den Angeklagten als voll schuldfähig. So wie dieser seine Tat geplant und ausgeführt hatte, spreche nichts für eine Tat im Affekt. Außerdem befand der Gutachter, dass vom Angeklagten weiterhin eine große Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehe. Die Expertise des Gutachters hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Urteil. Eine Unterbringung in einer psychiatrischen Vollzugsanstalt erklärte der Gutachter beispielsweise als nicht angemessen. Schwimmen gehen wird teurer. Die Stadt Friedrichshafen erhöht die Preise für die Frei- und Seebäder. Dafür stimmten die Gemeinderäte mehrstimmig in ihrer jüngsten Sitzung. Im Wellenfreibad Eiling und im Strandbad Friedrichshafen werden die Preise in 2 Schritten angehoben. Die erste Erhöhung gibt es ab Juli, die nächste ab 2021. Ein Tag im Strandbad Friedrichshafen kostet derzeit für einen Erwachsenen 1,60 Euro. Ab Juli zahlt der Badegast dann 1,90 Euro. Im Frei- und Seebad Fischbach sind die Preise zur Neueröffnung bereits angepasst worden. Nicht alle Gemeinderäte waren mit den neuen Tarifen einverstanden. Sie empfanden die Preiserhöhung als unverhältnismäßig für eine vergleichsweise reiche Stadt, wie sie Friedrichshafen sei.
Wer in Biberach nach einem Parkplatz sucht, der sollte ins Parkhaus Ulmer Tor fahren. Nach einer Erweiterung verfügt es seit gut 2 Wochen nun über 555 Stellplätze. Das sind 241 mehr als bisher. Bei den Biberachern scheint sich das aber noch nicht herumgesprochen zu haben. Sie parkten an den Wochenmarkttagen Mittwoch und Samstag bislang offenbar lieber in den überfüllten Tiefgaragen an der Stadthalle und am Viehmarkt, während im Parkhaus Ulmer Tor noch viele Plätze frei waren. Die Stadtwerke als Betreiber hoffen nun auf ein Umdenken. Denn auch vom Ulmer Tor ist es zum Marktplatz zu Fuß nicht weiter als von der Stadthalle. Wegen eines Unfalls ist die L275 zwischen Ittenhausen und Pistre am Dienstag voll gesperrt gewesen. Ein LKW-Fahrer geriet zu weit nach rechts in die Böschung. Der Lastwagen kippte und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Der Fahrer musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren auch die Feuerwehrleute aus Ittenhausen, Langenenslingen und Riedlingen vor Ort. Insgesamt 40 bis 50 Einsatzkräfte. Die Feuerwehren kümmerten sich um den auslaufenden Dieselkraftstoff und die Bergungsarbeiten. Weil der Lastwagen eine 15 Tonnen schwere Großmaschine geladen hatte, gestaltete sich die Bergung als schwierig. Die Straße musste über Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Märklingen bereitet sich auf die Prüfung für das Leistungsabzeichen in Gold vor. Neben einem theoretischen Teil muss die 12-köpfige Gruppe auch 2 praktische Übungen absolvieren. Eine dreht sich um die Brandbekämpfung, die andere um technische Hilfeleistung. Seit Februar sind die ehrenamtlichen Rettungskräfte am Trainieren. Personen müssen gerettet und ein Garagenbrand simuliert gelöscht werden. Außerdem kommt ein hydraulisches Gerät zum Einsatz. 8 Minuten haben die Einsatzkräfte Zeit, um ein Szenario zu bewerkstelligen. Die Zeit drängt, und bei der Prüfung am 6. und 7. Juli in Risthissen kommt sicherlich auch noch ein bisschen Aufregung dazu. Den eigenen Bruder totgeprügelt. Ein Mann aus dem Raum Pfullendorf muss sich vor dem Landgericht Hechingen wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Der 53-Jährige soll im Januar auf seinen eigenen Bruder eingeschlagen und getreten haben. So massiv, dass das Opfer 3 Monate später den Folgen seiner Verletzungen erlag. Der jüngere Bruder hatte den 53-Jährigen unmittelbar zuvor offenbar provoziert. Angespannt war das Verhältnis aber wohl schon seit einigen Monaten. Mit einem Urteil wird am Donnerstag gerechnet. Herzlich willkommen zurück im Journal. Sanieren, ja oder nein? Die Zukunft des Pestalozzi-Hauses in Biberach wird am kommenden Sonntag entschieden. Und zwar per Bürgerentscheid. Damit sich die Biberacher selbst ein Bild vom Zustand des Hauses machen können, hat die Stadt Führungen durch die ehemalige Fotografenvilla organisiert. Darüber, ob das blaue Haus erhalten werden soll oder nicht, sind sich die Biberacher aber noch nicht so ganz einig. Dieses Gebäude sorgt derzeit für hitzige Diskussionen. Das Pestalozzi-Haus in Biberach. In 10 Jahren abreißen oder sanieren, ist die große Frage. Ein Bürgerentscheid am kommenden Sonntag soll sie beantworten, damit sich die Biberacher selbst ein Bild vom Zustand des Gebäudes machen können, hat die Stadt mehrere Führungen organisiert. Die Stadt hat ja diesen Bürgerentscheid organisieren müssen und ist da im engen Kontakt mit dem Stadtforum und hat dann entschieden nachher, wir möchten den Bürger diese Möglichkeit geben, das Gebäude anzuschauen. Das Stadtforum ist zu den Führungen eingeladen und kann seine Position genauso vertreten. Jeder Raum wird genau begutachtet. Hagen Vollmer vom Stadtforum Biberach ist ebenfalls gekommen. Der Verein setzt sich für den Erhalt des Pestalozzi-Hauses ein. Hagen Vollmer ist zuversichtlich, dass der Bürgerentscheid in seinem Sinne ausgeht. Ich glaube, wir haben es in Biberach geschafft, die Bürger für etwas zu interessieren, was lange Jahre verschüttet war, wo man plötzlich feststellt, ja, der Bürger kann doch mitreden, kann doch mitgestalten, kann seine Meinung in ein Votum gießen. Per Brief können die Biberacher schon abstimmen. Am kommenden Sonntag heißt es dann ran an die Urne. Voraussetzung, dass das Pestalozzi-Haus nicht abgerissen wird, sind 2 Dinge. Eine Mehrheit muss sich bei der Abstimmung für die Sanierung aussprechen und außerdem mehr als 20% der Wahlberechtigten umfassen. Die Biberacher sind sich bei der Begehung noch nicht ganz einig. Steht nicht unter Denkmalschutz. Es sind auch keine Elemente mehr vorhanden, wo wirklich schützenswert wären. Deswegen Abreise, Neubau. Ich bin für den Erhalt der alten Gebäude, weil die neue Architektur, die ist so kalt und seelenlos. Und wenn ich jetzt in das Haus reingehe, dann ist das einfach, das hat eine Seele. Ich glaube einfach, dass man abreißen, dann kann man auch individuell bauen und auch vielleicht eine Musikschule, weil die unbedingt was benötigen, auch den Anbau oder auch dann was Passendes.
Und barrierefrei hatte ich ja auch nicht. Man muss unheimlich viel Geld reinstecken. Neben den Begehungen konnten sich die Biberacher auch in Broschüren über das Pro und Contra einer Sanierung informieren. Ob sich die Biberacher dann für den Erhalt oder den Abriss des Pestalozzi-Hauses aussprechen, diesen Einsatz werden die Beamten der Bundespolizei in Ulm so schnell sicher nicht vergessen. Als diese am Sonntagabend im Ulmer Hauptbahnhof auf Streife waren, wurden sie zu einem sehr ungewöhnlichen Notfall gerufen. Denn am Bahnsteig 2 war eine 29-Jährige gerade dabei, ihr Kind zu entbinden. Kurz nach Eintreffen des gerufenen Notarztes brachte die Frau ein gesundes Mädchen zur Welt. Und nun zu weiteren Meldungen aus unserer Region. Planung für Moldite-Tunnel beginnt schon 2019. Die Planungen für den Ravensburger Moldite-Tunnel beginnen bereits im zweiten Halbjahr 2019. Das geht aus einem Schreiben des Verkehrsministeriums in Stuttgart an die Ravensburger grüne Bundestagsabgeordnete Brugger hervor, das der Schwäbischen Zeitung vorliegt. Pessimisten waren davon ausgegangen, dass sich die Experten erst 2024 oder 2025 mit konkreten Vorarbeiten für den Moldite-Tunnel beschäftigen dürften. Seehasenfest wird 70 Jahre alt. In Friedrichshafen wird vom 12. bis 16. Juli das Seehasenfest gefeiert. Aus diesem Anlass wird ein Buch erscheinen, das auf die Anfänge des Kinder- und Heimatfestes zurückschaut. Das kündigt der neue Seehasenfestpräsident Robert Ackermann an. Traditionell beginnt das Fest mit dem Antrommeln. Höhepunkte des Seehasenfestes sind das Feuerwerk und der große Umzug. Er steht unter dem Motto "Wir lesen mit dem Seehas" und wird von knapp 4000 Schülerinnen und Schülern der Friedrichshafener Schulen gestaltet. Der Rummelplatz wartet mit spektakulären Fahrgeschäften auf, darunter ein 50 Meter tiefer Fall in einer Bungee-Kugel. Groß war die Freude am Samstag, als die Biberacher Feuerwehr in ihr neues Gebäude umgezogen ist. Groß war zu Beginn dieser Woche allerdings auch der Ärger im Gemeinderat, als sich herausstellte, dass das Gebäude wohl teurer wird als die zuletzt bewilligten 20,1 Millionen Euro. Sauer waren die Stadträte vor allem über kurzfristig aufgetauchte Mehrkosten von 160.000 Euro für Elektroarbeiten. Die Ursache dafür liege in schlechten Planungsleistungen von zwei Fachingenieuren, hieß es von der Stadtverwaltung. Weil die Arbeiten aber bereits erbracht wurden, muss die Stadt bezahlen. Sie prüft aber, ob den betreffenden Ingenieuren das Honorar gekürzt werden kann. Der Umbau des ehemaligen Gasthofs Post in Eberhardzell soll in wenigen Wochen beginnen. Im Obergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes mitten im Ort sind Wohnungen geplant, im Erdgeschoss werden Geschäftsräume entstehen. Unterdessen wurden auch die Planungen für die Außenanlage vorgestellt. Intensiv beschäftigte der Gemeinderat die Frage, wie genau der Nachenbrunnen gestaltet werden soll. Der Rat entschied mehrheitlich, dass er durch eine Umrandung eingefasst wird und der vom Künstler Horst Reichle bearbeitete Nachenstein auf einen Sockel kommt. Es hatte auch zur Debatte gestanden, dass die Besucher über einen flachen Wasserfilm zu dem Stein gehen und diesen anfassen können. Treppen am Tuttlinger Rathaussteg sollen bald Geschichte sein. Die Stadt will den Übergang in die Innenstadt für Fußgänger barrierefrei umbauen. Die Straße soll über eine Schräge dann direkt auf den Steg führen. Das ist möglich, weil die Fußgängerzone ausgeweitet wird. Künftig beginnt sie direkt an diesem Übergang. Poller sollen die Einmündung in die Innenstadt für Autos abriegeln. Der Umbau kostet 430.000 Euro. Die Stadt will den Umbau im Zuge der Sanierung der Fußgängerzone umsetzen. Mitte 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Mehr Arbeit für Chiron-Mitarbeiter. Die Mitarbeiter des Tuttlinger Maschinenbauers Chiron müssen seit Beginn des Jahres für das gleiche Geld länger arbeiten. Statt 35 Stunden pro Woche haben sie nun ein Pensum von 36,25. Chiron will im Gegenzug 50 Millionen Euro in die Standorte Tuttlingen und Neuhausen investieren. Unter anderem wird derzeit eine neue Fabrik für 30 Millionen Euro gebaut. Die Gewerkschaft hofft, dass sie mit diesem Zusatzvertrag Arbeitsplätze sichern kann. Alles aus der Welt des Sports hat jetzt unsere Sportredaktion für Sie zusammengefasst. Bad Waldsee hält die Klasse. Der TSB Ravensburg ist in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A am FV Bad Waldsee gescheitert. Zwar brachte Topstürmer Vlad Monteanu den TSB vor rund 600 Zuschauern in Bayern in Führung, doch letztlich setzte sich Bad Waldsee mit 4:1 nach Verlängerung durch und sicherte sich so im Nachsitzen doch noch den Klassenerhalt. Ravensburg muss ein weiteres Jahr in der Kreisliga B bleiben.
Gleich für mehrere Finals hat sich die Rennmannschaft des Rudervereins Friedrichshafen bei der internationalen Ruderregatta am Saaner See in der Schweiz qualifiziert. Den Auftakt machte David Weinberger, der im Einer der U19-Junioren den Einzug ins D-Finale schaffte. Dort führte er das Feld bis kurz vor dem Ziel an, wurde allerdings noch von einem Ruderer aus Biel vom ersten Platz verdrängt. Frank Stäbler und Florian Neumeier haben bei den deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil ihre Titelsammlung um einen Erfolg erweitert. Weltmeister Frank Stäbler setzte sich in Burghausen in der Klasse bis 72 Kilogramm durch und wurde zum 7. Mal deutscher Meister. Florian Neumeier triumphierte in der Klasse bis 77 Kilogramm und durfte sich über seine 4. deutsche Meisterschaft freuen. Willkommen zurück. Der gebürtige Ravensburger mit griechischen Wurzeln, Eftimios Christakis, produziert Olivenöl in Griechenland und vertreibt es hier in Ravensburg. Und damit ist er ganz schön erfolgreich. Sogar Sternekoch Steffen Hensler kocht mit seinen Ölen. Wie Christakis das geschafft hat, darüber hat meine Kollegin Ruth Auchter mit ihm gesprochen. Jeder kennt Olivenöl, aber offensichtlich gibt es solches und solches Olivenöl. Vor allem gibt es seit einigen Jahren auch Olivenöl mehr oder weniger made in Ravensburg. Zumindest ist der Erfinder des Olivenöls, stammt aus Ravensburg, Eftimios Christakis. Werden Ihre Öle anders produziert? Wenn ja, wie und wo? Alle meine Öle werden im eigenen Haus produziert. Das ist erstmal ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir eigene Olivenhaine haben, dass wir eigene Produktionen haben, dass wir eigene Abfüllanlage besitzen. Und daher ist die Transparenz und die Sicherheit des Olivenöls sehr, sehr gegeben, dass sie von der Olive, vom Baum her bis zur Abfüllung in einem Haus passieren und unter eigener Kontrolle und große Erfahrung, was wir auch noch besitzen im Bereich Olivenöl. Sie haben eine eigene Produktionsmethode auch entwickelt. Kann man das in 2, 3 Sätzen erklären, was das andere, das wirklich andere an Ihrer Produktionsmethode ist? Ich versuche es auf jeden Fall. Es ist so, dass wir nicht mehr pressen, wir extrahieren. Das bedeutet, dass alles unter Sauerstoffreduktion hergestellt wird. Es wird alles kontrolliert von Temperatur, von dem ersten Moment der Olive bis zur Transformation, dass es zum Olivenöl wird. Es wird geschlossen, im geschlossenen Verfahren transformiert. Zusätzlich dazu werden die Öle zentrifugiert, gefiltert. Und das Fruchtwasser wird extremst entfernt. Das sind stabile Olivenöle danach. Das sind Olivenöle, was man erhitzen kann, braten kann und noch höher. Ja, richtig, genau das, was man nicht machen sollte mit Olivenöl. Und viel, viel, viel länger stabiler halten kann über die Zeit der Frischheit. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Ihr Olivenöl in Griechenland produziert. Sie selbst leben aber in Ravensburg. Wie kommt's? Gebürtig. Also ich wurde hier geboren und mein Herz ist immer noch hier und ich bleibe auch hier, weil ich fühle mich sehr zu Hause und ich fühle mich auch zwischen den ganzen Leuten hier in Ravensburg heimisch. Das ist so. Ich war auch hier auf der Schule und daher ist Ravensburg für mich meine zweite Heimat, wo ich lebe und sehr gerne lebe. Griechenland sind meine Bäumchen, meine Herkunft. Und da bin ich wieder zurückgegangen und habe angefangen, Olivenöl zu produzieren, aus Leidenschaft über die Generationen von Eltern, von Großeltern und. Ja, schönen Dank. Vielen Dank. Am Donnerstag feiert das Stück 37 Ansichtskarten am Ravensburger Stadttheater Premiere. Die schwarzhumorige Komödie des amerikanischen Autors Michael McKeever handelt von einer exzentrischen Familie, die ihre sehr eigene Art der Realitätsbewältigung gefunden hat. Bei gutem Wetter findet die Aufführung sogar im Freien statt. Außerdem haben wir noch diese Veranstaltungstipps für Sie. Die Videoarbeit Pre-Image, die bald im Kunstmuseum in Ravensburg zu sehen sein wird, zeigt den irakisch-kurdischen Künstler Hiva K. zu Fuß auf dem Weg durch weite Landschaften, über Straßen und Brücken, entlang von Siedlungen und Hafenanlagen. Hier im Bild ein anderes Videokunstwerk von Hiva K. Er lebt mittlerweile als politischer Flüchtling in Deutschland. In seinen Videoarbeiten, Performances und Installationen untersucht er Phänomene der Isolation, Entfremdung und Assimilation. Das 18 Minuten lange Video ist vom 13. Juli bis zum 19. August im Kunstmuseum Ravensburg zu sehen.
Es sind Einblicke in ganz verschiedene Welten aus unterschiedlichen Kulturen. Im Landratsamt in Friedrichshafen ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, für die rund 50 Frauen im März beim interkulturellen Frauenfest zu Pinsel und Farbe gegriffen haben. Die Bilder bestechen mit ihrer Einfachheit und Aussagekraft. Trotz der individuellen Herangehensweisen sind es immer wiederkehrende Werte wie Liebe, Familie, Freiheit und Glück, die sich durch die Bilder ziehen. Die Ausstellung ist Teil eines Projektes des interkulturellen Frauenarbeitskreises und kann im Foyer des Landratsamtes bewundert werden. Bereits am Donnerstag pilgern wieder Tausende von Musikfans nach Neuhausen ob Eck. Denn am Freitag startet das Southside Festival. Internationale und nationale Topkünstler wie Arcade Fire oder die Beginner geben sich dort 3 Tage die Klinke in die Hand. Jede Menge Essstände, Partyzelte und ein festivaleigener Markt sorgen für ein buntes Rahmenprogramm. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 65.000 Besuchern, die in der Region um Tuttlingen sicher wieder für einen Ausnahmezustand sorgen werden. Bei schönstem Sonnenschein und warmen Temperaturen hat der Blick aus dem Bürofenster heute wahrscheinlich nicht gerade zur Arbeitsmotivation beigetragen. Ob den Menschen in der Region morgen wieder so ein herrlicher Tag bevorsteht und sie sich vielleicht lieber freinehmen sollten, das weiß Kai Zorn aus der Wetterredaktion. Na, das klingt doch gar nicht so verkehrt. Vielen Dank, Kai. So, nun sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.